Sie haben gebannt gehofft, auch durch unsere Berichterstattung, dass es eine Zukunft für Sie gibt. Die 140 Schüler der Schulruderclubs des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums und des Friedrich-Ebert-Gymnasiums in Bonn. Selbst die Stadt Bonn wollte helfen, eine neue Bleibe zu suchen. Jetzt ist klar, es war vergebens. Heute war Abrudern, so nennen die Ruderer die letzte Ausfahrt, bevor sie ihre Boote winterfest machen. Und so wie es aussieht, war es vorerst die letzte Fahrt. Ein letztes Mal das Boot zum Steg schleppen. Ein letztes Mal das Boot zu Wasser lassen. Und ein letztes Mal das Boot fahrbereit machen. Bei den jungen Ruderern wie Clara Wigger schwingt ein bisschen Wehmut mit. Für mich ist es halt schon schade, weil ich bin jetzt auch seit 4 Jahren bei Ruder dabei. Und man wächst einfach in so einer Zeit schon ziemlich zusammen. Und bei den Rudertreffen ist es halt auch immer eine entspannte Atmosphäre. Und es ist halt einfach schade, wenn das dann kaputt geht, nur weil man keinen Treffpunkt mehr hat oder keine Möglichkeit mehr zum Rudern. Es wird wahrscheinlich das letzte Mal sein, dass sie mit ihren Schulkameraden auf dem Rhein schippert. Noch einmal gegen die Strömung anrudern. Das wird ihr fehlen. Für mich ist eigentlich das Schöne am Rudern, dass man einfach eine Auszeit aus dem Alltag bekommt und halt hier mit seinen Freunden entspannen kann und einfach, wir sind eine ziemlich coole Truppe, finde ich eigentlich, und das macht einfach immer ziemlich Spaß. Die beiden Schülerruderclubs haben eine lange Tradition. Im nächsten Jahr existieren sie seit 110 Jahren. Vor 60 Jahren hatten sie noch ein eigenes Bootshaus, aber als der Lange Eugen gebaut wurde, mussten sie weichen und immer wieder umziehen. Zuletzt sind sie beim Bonner Ruderverein untergekommen, aber hier können sie nicht bleiben. Weil wir renovieren, also wir haben eben ab dem 1. Januar haben wir hier eine Baustelle und können leider die Schüler nicht mehr hier eben Herberge bieten, weil einfach durch die Baumaßnahmen einfach das nicht möglich ist. Auch danach wird es nicht möglich sein, weil wir eben so umbauen, dass auch in diesen Stellen, wo jetzt die Schülerboote liegen und eine kleine Notherberge gefunden haben, einfach nicht mehr liegen bleiben können. Eine Ausweichmöglichkeit für die Schüler gibt es aber aktuell nicht. Dabei ist die Problematik seit langem bekannt und die Stadt Bonn hatte in der Lokalzeit versprochen, sich um die Sache zu kümmern. Denkbar wäre unter Umständen auch, dass sich eine geeignete Liegenschaft am Rhein findet. Das ist unser Job als Stadt, uns da umzusehen. Aktuell wollte sich die Stadt Bonn nicht äußern. Bis heute hat sie keine Liegenschaft gefunden. Dabei wären die Schulen schon mit wenig zufrieden. Ich kann mir schon vorstellen, dass es noch ein geeignetes Grundstück vielleicht auch am Rhein gäbe, wo wir etwas selbst mit einem Förderverein bauen könnten. Also ich meine, das Auswärtige Amt hat einen wunderschönen Garten. Vielleicht könnte man davon ein Stück abtrennen. Oder das Bundeskanzleramt ist ja hier direkt neben dem Bonner Ruderverein. Da findet ja nicht mehr so viel statt. Für die Schüler bleibt es aber vorerst die letzte Ruderfahrt auf dem Rhein. Zum Abschluss schleppen sie ihr Boot hoch und bringen es zu Fuß in ein Notquartier. Noch wissen sie nicht, wann bzw. ob sie es je da wieder rausholen können.